Jetzt habe ich so viele Liebeslieder für meine Frau geschrieben, also mindestens eins. Und da habe ich mir gedacht, warum schreibt sie nicht auch mal eins für mich? Also, oder? Ja, irgendwie ist aber nichts passiert. Und dann habe ich mir gedacht, dann ja, schreibe ich halt einfach selbst für mich. Das ist so, wie es zwei Himmelstüren gibt, wie Sie ja sicher wissen. Die eine ist für die Männer, die unter der Fuchtel ihrer Frau standen. Also die ist immer leer. Und eine, bei der es umgekehrt war. Es ist ganz morgens in der Früh, Petrus bestrich gerade die Marmelade von seinem Mund, trinkt den letzten Schluck Kaffee aus und denkt sich, na, wollen wir doch mal schauen, wie viele Männer vor den beiden Türen warten. Er schaut und ungläubig schaut auf eine ewig lange Schlange voller Pantoffelhelden. Da denkt er sich, komm, schauen wir mal zur anderen Tür, da steht nur ein einziger Mann. Denkt er, sag mal, was machst du denn hier? Warum sind das so wenig? Sagt er, was weißt du nicht? Meine Frau hat gesagt, ich soll herkommen. Jetzt noch ein paar Worte zu meinem schönen Liebeslied. Unaussprechlich, unfassbar war meine Liebe zu dir. Keiner kann je diese Liebe verstehen, was ich für dich gefühlt habe. Du warst mein Stern in der Dunkelheit, in tiefer Nacht mein Geleit. Mich liebtest du mit purer Ehrlichkeit und du warst, was ich am meisten liebte. Du warst meine sichere Hoffnung in jedem Zweifel. Du leitetest mich mit einer ganz eigenen Leidenschaft. Und ich muss gestehen, so schlecht war es gar nicht. Ineffable und aussprechbar. Thank you.